In diesem Video zeige ich dir den Weg zu der schwarzen Schlucht. Die ist sehr, sehr wichtig. Dort kannst du wichtige Upgrade-Materialien farmen. Und um dahin zu kommen, musst du erstmal zu dem zweiten Knochenfeuer, mittleres Loch, in der Welt das Loch. Falls du den Weg noch nicht hast, dann schau dir dieses Video an. Es befindet sich in der Videobeschreibung und ist angepinnt im Kommentarbereich. Wenn du dann hier angekommen bist, gehst du hier einfach nach rechts, springst hier runter und musst jetzt hier den ganzen Weg nach unten. Sag einfach hier durch, pass auf diese ganzen Schmokosaurier auf. Hier kannst du runterklettern oder runterspringen. Am besten natürlich runterklettern oder besser gesagt runtersliden. So, und dann gibt es hier sehr, sehr viele Gegner. Und wenn du sie gekillt hast, dann kannst du diese Urnen zerstören. Pass auf, sie zerbrechen deine Ausrüstung. Spring dann hier runter, dann bist du auch schon fast da. Dann rennst du hier einfach weiter. Und wenn du dann hier durch bist, bist du in der schwarzen Schlucht. Kannst nach links und hier ist dein erstes Knochenfeuer. Der Punkt heißt Mund der schwarzen Schlucht. Im nächsten Video zeige ich dir dann das zweite Knochenfeuer. Außerdem kannst du auch noch dieses Video angucken. Dort erfährst du, wie du große Titanitscherben und Titanitbrocken abfarmen kannst. Schau dich am Kanal um, wir platinieren alle Souls Games und machen sie auf 100%. Ansonsten befinden sich auch Platin Guides zu jedem Resident Evil Spiel und wir produzieren mehr als 1000 Videos zu Elden Ring.